Hallöchen und herzlich willkommen hier beim Vlogtober, wo ist Mickey denn? Wo ich euch jeden Tag im Oktober sozusagen mitnehme. Heute reite ich nicht, weil für mich geht es gleich zum Oktoberfest. Also ich stelle die Pferde raus und mache die Stallarbeit und so. Die Pferde sind draußen und schaut euch mal den Himmel an. Oha! Ich bin fertig mit der Stallarbeit, mir ist auch richtig warm geworden. Vielleicht ist das mit der Winterjacke heute doch ein bisschen übertrieben. Aber ich habe auch schon Sport gemacht seit Ewigkeiten, mal wieder im Fitnessstudio. Ich bin da selten gesehener Gast oder wenn, dann regelmäßig. Und dann erstmal so Ewigkeiten Pause und dann geht es wieder los. Und ich hoffe, dass es jetzt wieder losgeht. Aber passend dazu und zur Vorbereitung fürs Oktoberfest gönne ich mir noch mal eine Behandlung mit meiner Massagepistole. Ich habe euch die schon mal vorgestellt, also eine andere, aber auch von Bob & Brad. Kleinen Moment, ich hole sie. Mir ist das eben auch einmal in Wassereimer gefallen. Das ist jetzt aber ein größeres Modell. Und also, ihr wisst ja vielleicht, dass ich Physiotherapeutin bin. Also ist das auch so ein bisschen mein Gebiet. Und ich bin von denen hundertprozentig überzeugt. Also ich finde, die sind richtig, richtig gut. Haben richtig was drauf. Da steckt richtig Dampf hinter. Und die sind einfach ja, leistungsstark und stabil und robust, so wie es sein soll. So sieht es aus. Das hier ist quasi der Körper. Das ist halt auch richtig wertig und massiv. Da vorne steckt man die Aufsätze rein. Da gibt es hier einige verschiedene. Das hier ist zum Beispiel mein Lieblingsaufsatz so für Nacken. Kann man sich vorstellen, wenn man hier so einen Schmerzpunkt findet, dass man den damit richtig gut behandeln kann. Und das hier ist das Modell T2 Pro. Da ist auch noch das Besondere dieser Aufsatz. Das ist ganz einfach. Man steckt ihn einfach rauf und der Aufsatz kann nämlich auch in verschiedenen Stufen wärmen und kühlen. Und das ist so krass, wie schnell das auch geht. Warm und wärmer und besonders das Warme, es wird jetzt einfach schon warm, das finde ich richtig, richtig angenehm, vorm und manchmal auch nach dem Training. Ich benutze das richtig gerne, zeige ich euch gleich mal genauer, auch hier hinten am Nacken. Ich habe das beim Nacken halt so, dass ich auch gerne im Alltag, dass meine Schultern dann vielleicht ein bisschen nach vorne fallen, vielleicht, ich glaube, es kennt fast alle. Und auch beim Reiten, da wäre ich halt immer gerne ein bisschen aufgerichteter, aber habe einfach in dem Bereich auch so Verspannung, dass das echt manchmal ein bisschen unangenehm ist oder so im Kopf zieht. Und da ist das wirklich ein Game Changer. Ich habe mal diesen Aufsatz drauf gemacht und die Massagepistole hat auch nur einen Knopf, beste Entscheidung ever. Damit macht man sie an und dann gibt es 5 verschiedene Stufen. Ich zeige euch mal, wie ich das mache. Ich gehe einfach, voll geil, dass man es im Spiegel sieht. Ich gehe einfach auf die Punkte, wo es so angenehm und unangenehm gleichzeitig ist. Also man merkt so, dass man da verspannt ist und man merkt auch diese Massage. Aber es wird einfach ultra angenehm, weil es wird lockerer. Dann kann es auch mal ein bisschen knupschen. Also das ist bei mir immer, dass einfach die Spannung rausgeht. Und danach kann ich es alles viel besser bewegen. Entweder ich bleibe auf dem Punkt oder man kann auch das Ganze bewegen, wirklich genau so, wie es für einen angenehm ist. Und da muss man auch keine Angst haben, dass man da irgendwas falsch macht oder kaputt macht oder so. Man geht ja, ich mache wieder an, man geht ja auf den Muskel und wenn man jetzt zum Beispiel mal auf dem Knochen ist, dann merkt man das auch. Und dann geht man einfach wieder zurück auf den Muskel und da merkt man auch, finde ich, wirklich selber, also man lernt auch seine Muskeln und seine Nacken oder Beine oder auch immer das macht, viel besser kennen und merkt dann auch die Punkte, die einem wirklich gut tun. Und dann kann man ja auch die verschiedenen Aufsätze ausprobieren. Ich finde diesen hier noch richtig gut für die Beine. Zeige ich euch mal. An den Oberschenkeln ist es auch nach dem Reiten richtig angenehm, wenn man sich da auch so angestrengt hat. Ich zeige euch mal die Slow Motion. Also man merkt vielleicht, ich bin Fan von der Marke, aber auch einfach, weil ich durch meinen Beruf echt viele ja, andere kenne und die für mich deutlich am besten abschneiden. Deswegen kann ich euch die echt guten Gewissens empfehlen. Und wenn ihr die auch haben wollt oder ein anderes Modell von Bob & Brad, dann verlinke ich euch das einmal in der Videobeschreibung. Und ich habe noch einen 10% Rabattcode, den ihr da gerne benutzen könnt. Dann könnt ihr bei eurer Bestellung auch ein bisschen sparen. Halli, Hallöle, am Sonntag frisch aus der Dusche. Und jetzt fahre ich zum Turnier, aber nicht zum selber reiten. Deswegen tue ich die Pferde auf die Weide. Heute wieder wunderschönes Wetter. Das ist echt doll in letzter Zeit, aber die nächsten Tage britt. Soll es, glaube ich, auch doll regnen. Ich habe übrigens aber Turnier genannt. Oh,
Stopp. Ich wollte gerade sagen, ich war jetzt noch ein Fehler. Eigentlich lasse ich die sich immer erst umdrehen. Ciao. Ciao, Bella. Oh, cute. Ich liebe die so doll. Eigentlich sollen die sich immer erst umdrehen, weil ich habe Angst, dass die losgaloppieren und dann ausschlagen und einen dann treffen. Safety first. Hat mir auch ein bisschen den Strick durch die Hand gezogen. Habe ich aber auch verdient. Oh Mann, die genießen ihr Leben so, ne? Richtig schön. Habt einen schönen Tag. Bis bald. Und vielleicht merkt man, dass ich mich beeile, weil das ist ganz spontan, weil Freunde da jemandem zugucken wollen und wir uns da gleich treffen. Und die Prüfung geht gleich schon los, aber irgendwie ist sie erst am Ende dran. Und ich hätte da auch nennen können und reiten können. Habe ich aber nicht. Aber wie gesagt, ich habe mal wieder was genannt. Ich glaube in 2-3 Wochen oder so. Ich bin ja ewig nicht mehr gesprungen. Jetzt muss ich erst einmal hier losdüsen. Und dann melde ich mich gleich wieder. Ich bin angekommen und ich hätte mich gar nicht so beeilen müssen, weil ich bin einfach Erste. Das ist ehrlich gesagt auch ungewöhnlich. Eigentlich bin ich immer ein bisschen zu spät. Der ist doch nicht groß, der Steiger. Nee, hier war ich auch mal als Einsteller. Echt? Ja, als ich meine Ausbildung gemacht habe in Valente. Nein. Genau, hier stand ich mal, ich weiß überhaupt nicht mehr wie lange, vielleicht ein Jahr oder länger oder kürzer, keine Ahnung. Auf jeden Fall mit Duke. Vielleicht erinnert ihr euch noch an mein früheres Pferd, weil ich meine Ausbildung halt in dem gleichen Ort da absolviert habe und das dann praktisch war. Und der Stall ist auch richtig schön und ja, war richtig schön und nett und ist auch sehr gepflegt, sehr ordentlich alles. Und ja, da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt. Dann haben wir hier halt zugeguckt. Es gab noch eine Waffel, die so fast nicht durchgebraten war, aber war trotzdem lecker. Good morning. Ich bin unterwegs. Jetzt ist es aber auch schon so 10 Uhr morgens oder vormittags. Ich habe hier mal Käsebrötchen und ich weiß nicht, wie der schmeckt. Und ich weiß auch nicht, wie der schmeckt, aber irgendwie wollten die mit. Und hier nochmal ganz gesund ein bisschen Obst. Ein Obstpunch kommt mit in den Stall. Jetzt fahre ich auch wieder nach Hause und guck mal, was die Pferde machen. Das soll jetzt gleich irgendwie nochmal regnen, aber ich stelle die Pferde jetzt raus und dann reite ich nachher, wenn es wieder trocken ist. Aber erstmal gibt sie nochmal Mittagessen und ich braue denen hier nochmal was zusammen. Voilà. So, ich habe hier gerade nochmal Bürosachen gemacht, richtig fleißig. Und ich war endlich mal wieder bei FN Neon, also Nennung Online. Hier findet man zum Beispiel alle Turniere, die halt stattfinden, beziehungsweise in meinem Umkreis. Zum Beispiel hier, das ist in Schülp, da war ich schon häufiger. Und dann sind hier die einzelnen Prüfungen, wo man sich anmelden kann. Da überlege ich nämlich, ob ich da noch was nenne. Und ich habe jetzt einen richtig spontanen Plan für Donnerstag. Das ist halt schon ein paar Tagen. Da kann ich nämlich in Gardebusch hier das Ein-Sterne-A-Springen mitreiten. Mit beiden Pferden. Das müsste ich nachnennen. Das ist immer ein bisschen teurer. Aber ich brauche halt mal wieder irgendwas, was mich motiviert. Und irgendwie ein Ziel oder irgendwas, ja, wo ich hinfahren will. Um dann nochmal richtig zu reiten und zu trainieren. Das ist Donnerstag um 17.30 Uhr. Also muss man auch nicht irgendwie früh aufstehen oder so. Und Samstagabend will ich da zum Zugucken hin. Ich habe jetzt überall so kleine Sprünge eingebaut. Einfach mit so Hütchen oder Pylonen mit Auflagen. Eigentlich recht praktisch. Joa. Und hier nochmal mit Stangen, dass es auch irgendwie interessant aussieht. Ja, mal gucken, was er sagt. Leute, ich bin ja gerade geritten und gesprungen und hatte dann irgendwie auch ein komisches Gefühl und bin dann am Ende nochmal getrabt und habe ihn dann extra nochmal in die Longe genommen, um zu gucken, und er ist einfach lahm. Das erste Mal, er war eigentlich noch nie lahm, doch, er war schon mal lahm, da hat er sich, ist er glaube ich beim Aufstehen in der Box hingefallen oder so, und da war er auch richtig, richtig doll lahm. Und jetzt vorne
rechts, glaube ich. Und habe ich ihn lahm geritten. Was ist passiert? War ja die ganze Zeit lahm. Habe ich das nicht gespürt? Bin ich so stumpf? Oder es war eben schon richtig, richtig deutlich an der Longe. Kann ich euch morgen hoffentlich nicht mehr zeigen, weil es dann schon weg ist. Aber kann ich euch vielleicht morgen noch zeigen. Oh, oh je. Ich habe auf jeden Fall ein richtig schlechtes Gewissen. Und er hatte auch einmal an dem Sprung mit der Aufstiegshilfe so verweigert und ist so Sliding Stop wieder im Westernpferd so reingerutscht. Vielleicht hat er sich da irgendwie gerade wehgetan oder so. Oder auf der Weide. Die stehen ja so viel jetzt auf der Weide. Vielleicht weiß ja nicht, was die da den ganzen Tag gemacht haben. Aber ich dachte, hätte halt schon gedacht, dass ich es beim Reiten dann vielleicht wenigstens spüre. Ich hatte mal ein komisches Gefühl. Aber da hat er sich auch so ein bisschen im ganzen Körper festgemacht. Oh, tut mir so leid. Und aufgespielt. Und dann kann er sich halt so stramm machen. Und dass er nicht normal flüssig vorwärts trappt, sondern eher so trappt. So, wisst ihr, so die Vorderbeine so hoch nimmt und dann das halt auch meistens nicht im Takt, dann immer so. Halt so komisch. Und ich dachte, das ist sowas. Und ich teste nochmal, aber das ist jetzt. Okay, jetzt. Ich glaube, das ist normal, dass durch diese Arnika-Tonerde oder was auch immer das ist, das Bein warm wird, oder? Weil die ja kühl ist. Ja. Super. Aber es war, ist jetzt nichts, war nichts deutlich dick oder heiß oder so. Oh, schauen wir mal, wie es morgen ist. Ich sag's euch, Pferdebesitzer zu sein ist einfach nicht leicht. Aber ich freue mich, dass er hier jetzt ja voller Tonerde ganz zufrieden frisst. Das heißt von der Planung aber auch, dass wir jetzt am Donnerstag nicht zum Turnier fahren. Ich könnte Ronja, die hat eigentlich schon ihr Abendessen bekommen. Ich könnte auch nur mit Bonja fahren, aber ich würde also für eine Prüfung dann entweder zwei Springen reiten oder mit zwei Pferden fahren. Und meine größere Motivation ist auch mit zwei Pferden zu fahren. Und ja, muss ich Donnerstag nicht mit ihr alleine losfahren. Das auch halt ein A-Springen wäre nett gewesen für beide, um wieder reinzukommen. Obwohl wir ja nicht so viel gesprungen sind, also eigentlich gar nicht. Sie ist seit Ende Juli das letzte Mal gesprungen. Hier habe ich aber auch mit Cavalettis und so gearbeitet. Und ein A-Springen ist halt 90 cm hoch, das ist jetzt ja auch nicht so hoch. Und wir beide wissen ja eigentlich, wie das funktioniert. Aber es hetzt uns jetzt ja keiner und dann können wir Donnerstag uns halt entspannen. Und dann reite ich jetzt auch nicht, weil jetzt ist es auch schon wieder dunkel. Und eigentlich habe ich heute auch noch was vor. Deswegen hätte ich mich sonst jetzt beeilt, wäre ich beide geritten. Aber ja, ich war ganz entspannt. Oh, süß. Oh, kennt ihr das, wenn ihr euer Pferd, falls ihr ein Pferd habt oder so, oder Haustier irgendwas hat, dann fühlt man sich auch einfach irgendwie richtig, richtig schlecht. Naja, schauen wir mal, wie es morgen aussieht. Good morning in the morning. Auch von Mickey und Bonja. Da. Also wir machen mal genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Ich gucke mir mal sein Bein an und ich denke, also jetzt ist es noch 8 Uhr morgens. Und ich denke, ich stelle die jetzt einfach auf die Weide. Ist ja auch nichts, jetzt drin zu stehen und dann, wenn die jetzt drin stehen, dann ist denen zum einen langweilig und dann kriegt er im schlimmsten Fall auch Bauchschmerzen, weil er sich nicht bewegt oder so. Ich bin bei sowas immer mehr dafür, auch wenn man jetzt nicht weiß, was das ist, dass sie halt trotzdem rausgehen und dann muss man vielleicht ein bisschen auf sich achten. Oha, es ist richtig nebelig, irgendwie auch idyllisch und ich lasse ihn jetzt einmal ein paar Kontrollrunden laufen, nur dass ich immer so einen ersten Eindruck nochmal habe. Dann war ich irgendwie ein bisschen ratlos, was ich machen soll und bin dann erstmal zum Sport gefahren, weil danach fühlt man sich ja meistens auch einfach besser. Und ich war hier einmal auf dem Rad und ein paar einzelne Geräte habe ich noch gemacht und das ging aber auch relativ fix. Und oh, diese ganzen Riegel, ey, warum sind die alle so lecker? Katastrophe, aber der hier war auch richtig, richtig lecker. Ich bin wieder zu Hause und die meiste Stallarbeit habe ich auch heute Morgen schon erledigt. Jetzt gibt es noch mal Heu, die Pferde sind jetzt noch draußen
Und mit Miki mache ich das jetzt so, dass er jetzt ein paar Tage ein Medikament bekommt, das auch schmerzstillend ist. Und da muss ich halt mal gucken, wie er sich auf der Weide benimmt. Der galoppiert jetzt ja meistens eigentlich nur, also das, was ich so mitbekomme, auf der Weide rum, wenn ich ihn rausstelle. Und sonst fressen die eigentlich oder ja, stehen halt rum oder so. Und ja, vielleicht bringt es ja was, wenn ich ihn bis auf die Mitte der Weide führe, wenn ich ihn rausführe oder vorher schon Schritt führe oder so, dass er sich im besten Falle, denke ich mal, ein bisschen ruhiger verhält. Und ich, also wenn ich ihn jetzt longiere, dann wird es ja besser aussehen, weil er dann ja keine Schmerzen oder weniger Schmerzen spürt, gehe ich mal von aus mit dem Schmerzmittel. Deswegen lasse ich ihn jetzt einfach auch ein paar Tage und hoffe, dass das sowas ist, was einfach ja, von alleine verschwindet. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Da ist er. Ich filme gerade wieder durch das dreckige Fenster. Da sind ein paar Hühner. Miki trinkt. Ja, schauen wir mal, ob ich es irgendwann schaffe, das Fenster irgendwie zu säubern. Ich glaube, das ist auch von außen. Das ist ein bisschen unpraktisch. Und weil ich Miki ja jetzt nicht reite, das ist sonst so meine Art von Sport. War ich ja gerade noch so beim richtigen anderen Sport. Und das merke ich jetzt auch richtig in meinen Beinen. Deswegen gönne ich mir noch mal eine Runde mit der Massagepistole.